Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Gaming. Heute ist das dritte Finale. Das erste war die Bundesliga, dann DFB-Pokal und jetzt die Champions League mit FC Bayern. Leute, schaffen wir das dritte Finale auch, Leute? Das wäre natürlich unser Traum. So, Leute, heute ist in all, machen wir aber ich die Sache so. Und ein wir machen heiter die Sache, Leute. Weil man in der Allianz Arena spielt. Was? Wir spielen in der Allianz Arena? Leute, wow. Nicht schlecht, Leute. In der Allianz Arena. Das ist natürlich ein Traum für den FC Bayern München. In der Allianz Arena. Alter Schwede, das wäre, allein in der Allianz Arena zu gewinnen, das wäre ein Traum. So, Lewandowski wird, glaube ich, die Freistöße nicht schießen. Die wird, glaube ich, Kimmich oder Özgrad schießen. Könnte ich mir vorstellen. Die zwei Bälle werden die machen. Den könnte ich mir vorstellen, Leute. So, jetzt gehen wir wieder weiter. Schauen wir uns den Vorbericht natürlich in der Allianz Arena. Alter, das Finale daheim, Leute, spielen wir jetzt. Alter, hoffentlich schaffen wir das diesmal besser wie die wirkliche Bayern. Das wäre ein Traum, den Titel daheim zu holen. So, Leute, hoffen wir mal, dass wir heute ein gutes Spiel abliefern können. Und für Franck Ribéry, Leute, sozusagen das letzte Spiel seiner Karriere beim FC Bayern München. Weil nach dieser Saison hat er gesagt, er will die Schuhe an den Nagel hängen. Kann man verstehen, finde ich schade, Leute. Aber er hat eine schöne Zeit bei München erlebt, beim FC Bayern München. Viele Titel und natürlich will ich heute für Franck Ribéry einen schönen Abschluss, den er macht. Das seine Liga habe, das wäre wichtig. So ist das für ihn. Dass er einen schönen Abschluss seiner Karriere hat, Leute. So, hier nochmal den Kreis, den Münchner Kreis. Joshua Kimmich, zeig mal, wir wollen heute in der Allianz Arena gewinnen, Leute. In der Allianz Arena gewinnen. Nur auf Hakim Ziyech müssen wir aufpassen. Er hat 3 Tore in den letzten 3 Spielen gehabt. Das heißt, auf den Spielern müssen FC Bayern aufpassen. Und ein Franzosen namens Philippe. Schöner Name, Herr Philipp. Bayern hat Anstoß. Das klingt noch besser. Ist noch besser für Bayern München. Und wir starten los. Die erste Halbzeit zwischen FC Bayern München und Manchester United um den Champions League Cup. Ah, schade. Haben gewollt Lewandowski auf Müller. So, jetzt müssen wir aufpassen, Leute. Ruhig spielen. Besonnen immer. Ja. Ah. Franck Ribéry wollte was versuchen, ist aber schief gelaufen. Oh Mann, der Konter. Ah,
Ah, das war gut, Philipp Lahm und Manuel Neuer. Das war Teamarbeit. Es war lieber auf Nummer sicher, Leute. Wollte ich doch ein bisschen. So, erstmal von hinten wieder aufbauen, Leute. Boah, Müller, warum? Ah, oh, Mann. Boah, Grimaldi. Ah, Boateng, geht mit, komm mit. Eckball. Schon zwei. Oh, das war richtig hartes Spiel. Aber wenn das hätte auch schief gehen können, Leute. Das hätte schief gehen können, Leute. Sehr schief. Oh, Alter. Wow. Da hätte Neuer nicht mehr rankommen können. Özgür wurde in die Zange genommen und hat nichts, keine Vorteil bekommen. Alles, also finde ich auch ein bisschen schade. Alter, ich krieg die Krise in Bayern. Alter, was kann, warum kann man doch nicht einfach nur rangehen? Mats Hummels, was ist denn los, Mats Hummels? Oh. Leute, es sieht so aus, wie wir es, wobei ihr Champions League Finale zu Hause gehabt hat, Leute. Es sieht so wieder aus, Leute. Bayern. Bayern kann einfach zu Hause die Champions League nicht gewinnen. Oh Mann, Bayern hat Top-Chance ausgleichen. Ja, klar, Bayern ist gleich noch 2-0. Abseits. Junge, Junge, Bayern muss heute eine schwere Geburt machen, Leute. Ein hartes Spiel, Leute. Warum konnte ich so auf Müller nicht umswitchen? Oh Mann. Ja, Menu spielt bis jetzt noch ein souveränes Spiel, Leute, muss man sagen. Mats Hummels, Alter, seine zweite Fehler.
Alle war. Hä? Ich. Hat doch Fluss. Ich wollte nicht auf ihn spielen, ich wollte auf Özkart spielen. Ich wollte auf Özkart spielen. Warum ging das wieder nicht? Oh Mann. Die dritte Top-Show ist wieder vereitelt. Oh Mann, oh Meter. Ich wollte auf Özkart, weil da. Boah, Philipp Lahm, komm doch mal endlich. Oh, wieder nicht durchkommen. Nicht durchkommen, Bayern. Ein kleiner Fehler von Mats Hummels und Manu führt 1-0. Oh Mann, das ist richtig. Und Ribéry muss raus, Leute. Und Özgarten tun wir auch raus, Leute. Dass wir doch mal ein bisschen Druck haben, Leute. Weil ich. Ja, Franck Ribéry, auch wenn er jetzt sein letztes Spiel hat, Leute. Ich will trotzdem das Ding gewinnen, Leute. Alle, warum konnte ich nicht auf. Boah, Alak, Mann, und mir Bayern ist heute nicht in 100%, wie es aussieht. Boah, Ball wieder zu weit vorgelegt. Alter, jetzt wird nicht gepfiffen. Oh Mann. Wenn wir das gemacht hätten, wurde mehr gepfiffen worden. Wenn wir den Foul gemacht hätten, Leute, dann hätte es abgepfiffen worden. Aber wenn die Engländer es machen, dann wird er wieder durch. Wird's gehalten. Klar, Schiedsrichter, mach doch einfach deinen Scheiß, Alter. Ja, klar, Mats Hummels, Alter, heute ist nicht dein Tag. Und für Bayern heute, ach nee. Bayern wird heute wahrscheinlich den dritten Titel nicht holen diese Saison. Weil Bayern heute einfach nicht das Spiel. Die machen ja, die spielen gut, aber die machen in der Abwehr leicht ins Fehler. Und verlieren den Ball wieder Flanke. Oh, heute. Und jetzt wieder ein Konter. Und Bayern rennt wieder hinterher. Müller.
Mats Hummels geht wieder, aber die Bayern müssen weiter Druck machen. Klar, Schiedsrichter, Alter, Mann, was ist denn nur los heute mit Bayern? Ja, die Bayern, die sind heute nicht. Oh, ah. Heute ist echt nicht der Tag für Bayern heute, glaube ich. Ja. Heute ist nicht unser Tag, Leute. Bayern, aller Bayern schwimmt heute richtig. Oh Mann, und dritte nur. Für Bayern ist dieses Spiel rum, Leute. So, Leute, ich denke aber, ich will noch was versuchen, Leute. Ich will noch was gucken. Ich tue nur Rashford rein. Vielleicht hilft der noch ein bisschen Druck zu machen, Leute. Aber ich denke nicht, dass es jetzt noch viel was nützt, Leute. Weil die Ungenauigkeit läuft immer weiter. Oh Mann, oh Meter, was? Und Lewandowski ist raus, hat heute auch nicht so gut. Neuer ist, er konnte die zwei Tore nicht verhindern, Leute. Junge, aber ich verstehe es nicht, war, weil Bayern war das diese Saison der Champions League so erfolgreich in der Gruppenphase haben sie ein bisschen Probleme gehabt. Das war das Einzigste, Leute, in der Gruppenphase. Alter Bayern, noch ein Tor, noch ein, alter. Hopp, Bayern, jetzt noch ein. Alter Schwede, was ist, wer was? Das wäre jetzt was, Leute, wenn wir jetzt noch schaffen würden. So Leute, kann Bayern jetzt nochmal zurückkommen? Alter, das wäre natürlich was, Alter. Leider hat mein Mats Hummels das Elfmeter nicht verschuldet, wäre hier das Spiel in die Verlängerung gegangen. Aber Alter, kann Bayern jetzt noch ein Tor schießen? Irgendwie muss Bayern. Leute, Bayern macht das, Alter, unglaubliche 2 zu 2. Bayern kommt noch in den letzten 10 Minuten
zurück in dieses Spiel, Leute. Ich glaub's nicht, Leute. Bayern kommt zurück in dieses Spiel. Es gibt vielleicht Verlängerung, oder? Kann Bayern jetzt noch das dritte Tor schießen? Bayern geht wieder ein bisschen aus ausgeglichen. Alter, was war das? Abseits? Ja, Abseits. Alter Schwede, es gibt Verlängerung, Leute. Alter, es gibt Verlängerung. Bayern hat sich in die Verlängerung gerettet. Bayern rettet sich in die Verlängerung. So, Leute. Aber ich glaube mit. Oh Mann, das finde ich blöd, dass man das noch nicht eingestellt hat, Leute. Weil man im Richtigen darf man im vierten, in der Verlängerung, darf man noch einen vierten Spieler einwechseln. Oh Mann, Rashford kam nicht dran. Ah, jetzt wird es spannendes Spiel. Oh, Boateng, nein! Oh, Thomas Müller kommt, gib Gas jetzt! Eckball! Es gibt Eckball für Bayern, alter Schwede! Oh Mann, Diego, nein, Konter, jetzt wird's, oh, Mats Hummels, mach mal. Oh, kein Ballverlust jetzt. Nein, nein, das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt, ey, mir ist jetzt egal, Leute. Jetzt bleiben wir offensiv, Leute. Ich bleibe jetzt offensiv. Es ist mir jetzt egal, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren. Das ist mir jetzt sowas von egal, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren. Ob wir jetzt gewinnen oder verlieren. Oh, warum kann ich nicht, konnte ich nicht auf Rashford passen? Junge, Junge, das, die zweite Halbzeit wird jetzt noch spannend, Leute. Die wird noch spannend. Auswechseln darf ich keinen mehr. Ah. So, Bayern, kann Bayern jetzt noch das eine Tor machen? Das wäre natürlich. Oh.
Oh Mann, das ist ach so bitter. Das war so bitter. Ein Konter, ein Ballverlust und dann durch den Ballverlust in den Konter laufen. Jetzt ist vorbei, Leute. Jetzt wird es schwer für Bayern München, Leute. Jetzt alle, oh, das ist so bitter, die Bayern. Das ist jetzt richtig bitter, Leute, Arme. Ich gehe jetzt noch offensiver, Leute, noch, ich riskiere noch mehr, Leute. Bayern riskiert noch mehr jetzt. Klar, Vorteil für England. Ja, klar. Und England hat jetzt Zeit, Leute. Die Engländer haben jetzt Zeit. Alter, aber das ist so bitter für Bayern, oder Leute? So was von bitter das Spiel, Alter. In der letzten 10 Minuten zwei Tore. Und jetzt Kur in der erste Verlängerung und dann noch ein Tor in der zweiten. Und Bayern wird heute, es wird traurig, das wird schade für Bayern. Oh Mann. Bayern verliert Champions League Finale gegen Manchester United. 2 zu 4, Leute. Was für ein trauriges Spiel, Leute. Aber Bayern kam noch zurück, Leute. Kam in die Verlängerung, aber die Kräfte gingen einfach nicht für Bayern. Die Kräfte sind einfach in der Verlängerung einfach nicht gewesen. Die waren einfach hoppla, so kann man das sagen. Die haben es nicht in die zweite Halbzeit konnten erst die Verlängerung konnten sie einfach nicht mehr geben. Sie waren platt, wie es niemals sagt, die waren platt Bayern. Aber Leute, ich würde sagen, alle, mit diesem traurigen Ende sagt euer Peter Gaming jetzt ach, tschüss, bis dann und PG, bis denn.